Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem Info-Video jetzt zur letzten Stunde. Und nämlich geht es um zwei Themen, nämlich das Smash-Turnier und was meinen Kanal betrifft. Aber das werdet ihr später erfahren, was da jetzt so ist wegen meinem Kanal und wieso jetzt so wenig Videos kamen in dieser Woche. Ja, ich weiß, die Woche ist zwar noch nicht vorbei, aber ja, fast. Morgen ist ja schon Samstag und ja. Kommen wir aber zur ersten Information rüber, nämlich zum Smash-Turnier. Wer letzte Woche dabei war am Samstag, weiß ja, dass jetzt zumindest wer jetzt weiter ist beim Smash-Turnier. Wir haben ja bis die Group Stage haben wir jetzt zu Ende gespielt. Ich werde euch bestimmt jetzt auch gleich ein Bild einblenden, wie das jetzt gleich aussieht. Ja, am Montag, den 28.12.2015 um 19 Uhr, kann auch 20 Uhr werden, aber ich würde mal sagen, 19 Uhr, merkt euch, 28.12. 19 Uhr wird dann das Smash-Turnier weitergeführt. Nämlich von Round 1, wie ihr das bestimmt jetzt hier seht, bis zu den Finals. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 4 Gruppen, A bis D. In der ersten sind Seo Tuso gegen Felix Gaming, B ist Arda gegen Fruitboy, C ist BlueX gegen Cypher Squad und dann D ist Frozen Bar Times gegen den Inklas. Alle haben sich eigentlich ganz gut angestrengt letzte Woche. Hat mir auch sehr gut gefallen, dass voll viele da waren. Es war mein Rekord, Leute. 46 Zuschauer. So viel hatte ich noch nie. In meinen ganzen, ja, beim Streamen hatte ich noch nie so viele Leute. Hatte ich auch ungefähr 20 Leute dazu bekommen als Follower auf Hitbox. Wer das noch nicht weiß, in der Beschreibung ist mein Hitbox-Kanal verlinkt. Einfach folgen. Ja, und dann noch mein Twitter. Dort werdet ihr immer informiert, wann ich streame oder sowas ähnliches. Ja, also, auf jeden Fall, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute müssten bitte am Montag schon wieder halt ein bisschen früher da sein. Es hat mir auch sehr gut gefallen letzte Woche. Ich habe den Stream circa eine halbe Stunde früher angemacht. Mit Musik und ein Bild, gleich geht's los. Und das war geil. Es waren einfach mal nach dem Start waren schon circa 10 Leute da, obwohl es eine halbe Stunde war. Und alle waren eigentlich schon 10 Minuten früher da. Wirklich alle, da hatte ich schon über 30 Zuschauer. Es war richtig geil. Gefällt mir. Danke, Leute. Ich hab euch lieb. Ich hab euch alle lieb. Jeden Einzelnen, der dabei war. genau. Also alle bitte da sein. Wer was gewinnt, das werden wir dann wohl am Montag sehen, was alles klappt. Gut, und jetzt zur zweiten Information, die ich euch sagen will. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass ich ein bisschen erkältet bin. Wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt. Ich bin ein bisschen erkältet. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt über die Feiertage eine Erkältung geholt. Nochmal an alle frohe Weihnachten und so. Schöne Feiertage und sowas. Ja, ich habe es auch auf Twitter angekündigt, aber nicht nur ein normales Video dafür gemacht. Aber jetzt sage ich es in diesem Info-Video. Frohe Weihnachten. Nachträglich sagt man das so, keine Ahnung. Frühe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Ja, was ist jetzt los mit meinem Kanal? Es ist so, ich werde vom 28., das heißt ab Montag dann, bis zum 4.1. ist es, glaube ich, eine Videopause einlegen auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, in diesem Zeitraum wird es überhaupt keine Videos geben. Nada. Vielleicht ein paar Streams, aber das muss ich mir dann noch überlegen. Auf jeden Fall, der Stream am Montag wird gemacht. Das ist keine Frage, der wird gemacht. Und vielleicht werden noch ein paar dazwischen noch Streams kommen. Werden wir dann schon sehen. Werde ich dann wahrscheinlich auch dann auf YouTube ankündigen. Ja, also seid aktiv. Auf jeden Fall, am 4.1. geht es dann weiter. Bei Über uns könnt ihr dann schon den neuen Uploadplan sehen. Ich kann euch natürlich ihn auch schnell mal sagen, wenn ich mal jetzt schnell auf meinen YouTube-Kanal darf. Na komm, lade, Kanalinfo. Das heißt Kanalinfo, nicht Über uns. Ich, ich, ich,
Ich bin mit über uns schon seit langem gewohnt und ja. Also, im Januar. Genau, also am Montag geht's dann los mit Sunny Colors. Dienstag Super Mario Maker, Mittwoch nix, Donnerstag Splatoon, Freitag Trine 3. Apropos Trine 3, normalerweise sollte es heute kommen, der erste Part, aber ich habe es leider verkackt beim Rendern. Das heißt, ich werde es über Nacht nochmal rendern müssen und dann morgen in der Früh oder so wird es dann online kommen. Freut euch drauf. Auf jeden Fall kann ich mir schon mal sagen, dass der Part nicht so genial sein wird, weil ich habe schon ein bisschen rumgemacht bei den Einstellungen. Oh, das klingt wieder zweideutig, ey. ich habe schon wieder ein bisschen rumgefummelt da, aber ich habe es doch ein bisschen mich zu überschätzt, dass die Qualität ein bisschen schon zu hoch war und dass es ein bisschen geruckelt hat. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm sein. Auf jeden Fall wird es dann im zweiten Part viel, viel besser sein und man wird die 60 FPS erkennen können. Es ist halt so, ich habe jetzt nicht den ultrageilsten PC hier vor mir liegen, der jetzt einwandfrei die höchste Qualität von 3D-Games anzeigen kann. Auch okay, anzeigen schon, aber plus aufnehmen, das wird ein bisschen schwierig. Aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Ja, und dann am Samstag kommt Pit und am Sonntag dann mal wieder nichts. Da habe ich dann in 2 Tagen mal wieder frei. Kann machen, was ich will. ja. Okay, das waren die zwei Informationen, was ich euch sagen. Beziehungsweise drei plus Upload-Plan für no Januar. Wir werden uns wahrscheinlich dann nicht mehr sehen, außer in Streams vielleicht. Das heißt, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und hoffen wir mal, dass wir uns dann wieder heil im nächsten Jahr sehen. Im nächsten Jahr, 2016. Also, guten Rutsch. Noch schöne Feiertage euch allen, die in die Montag in die Arbeit müssen. Haha. ja, auf jeden Fall. Danke für das geile Jahr. Danke, danke. Und ja, dann schönen Abend noch. Schlaft schön. Oder was ihr auch immer noch macht. Oder Geschenke auspacken, keine Ahnung. Und ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, welche Geschenke ihr auch bekommen habt. Würde mich vielleicht interessieren, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber ja. Okay, gut. Dann, ja. Ciao.